Hallöchen, schon zum zweiten Mal in Folge gucken wir uns jetzt etwas Besonderes an. Diesmal ist es kein Kühler, sondern eine Maus. Aber diese Maus hat etwas ganz Besonderes und das ist das Design. Das seht ihr gleich. Fangen wir mit ein paar Fakten an. Das Kabel der Maus ist abnehmbar und ihr könnt es mit USB-C an der Maus anschließen und mit USB-C auch am PC, wobei Paracon so nett ist und direkt ein USB-C auf USB-A-Adapter beilegt, damit ihr, falls ihr kein USB-C am PC oder Mainboard habt, einfach USB-A nutzen könnt, weil das hat ja jeder. Die Länge des Kabels von 1,8 Meter haben sie meiner Meinung nach perfekt gewählt, denn der Abstand von Maus zu PC liegt meistens so bei um die 1,5 bis 1,8 Meter. Die Maße der Maus betragen 123 x 66 x 38 Meter und sie wiegt 84 Gramm. Was auch an der Bauform bzw. an dem Baumaterial liegt, weil sie die ja unbedingt so transparent machen wollten. Dann kommen wir mal zum Inneren der Maus. Verbaut haben wir als Sensor den PixArt 3389. Der wird auch in vielen anderen Mäusen verbaut. Da wären zum Beispiel die Endgame Gear XM1, die Shakun Lite 200, die Razer Basilisk X Hyperspeed, die Razer Orochi V2, die Auros M5, HyperX Pulsefire Dart, EVGA X17, Master Mouse MM370 und viele, viele andere. Also da haben sie wirklich auf einen etwas älteren, aber auch bewährten Sensor gesetzt. Finde ich auch besser als irgendeinen neuen, aber schlechteren Sensor zu verbauen. Das Alter ist ja im Endeffekt relativ egal, weil die eine neue produziert oder halt schon fertig gelagert waren. Die Abfragerate, also die Hertz, liegen bei 1000 Hertz. Das ist ja auch der Standard momentan. Dabei liegt dann die Tracking-Geschwindigkeit bei 400 IPS. IPS sind Inch per Second. Und als Switches setzen sie auf Huano-Switches. Ich wollte die Maus jetzt nicht unbedingt auseinanderbauen. Daher würde ich aber vermuten, dass es Huano Blue Shell Pink Dot Switches sind, weil das ziemlich gute KLGM 8.0 Clones sind, die ja im Allgemeinen ein wenig besser performen, würde ich sagen, weil sie einfach nach einer bestimmten Zeit nicht wie die Kales einfach schlechter werden, sondern relativ gleich bleiben. Als nächstes werden wir uns noch einmal die Software angucken, dann einmal die RGB-Beleuchtung, weil das ja quasi der Hauptaspekt ist, und noch einen Soundtest und dann natürlich einmal meine eigene Meinung dazu und das Fazit. So, das hier ist die Paracon-Software. Ich habe schon mal einmal zwei Tasten belegt, und zwar F1 und F2. Die sind hier auf den beiden Seitentasten. Und ja, hier kann man generell Makros und Performance, Light und halt die Keys an sich einstellen und dann auch Profile davon benennen und halt speichern. Bei den Keys ja gibt es halt normale Sachen wie Light Mode Switch zum Beispiel, Sniper Key, wodurch ihr dann plötzlich eine deutlich niedrigere DPI bekommt, oder geht es weiter zur Performance, da haben wir dann auch natürlich die Profile wieder. Dann DPI Settings, kann man die verschiedenen Profile auswählen, wie viele man haben will. Ich habe jetzt mal 4 gemacht, weil es in den normalen sind, und ich spiele momentan auf 400, also das ist generell meine normale DPI. Key Response kennt man ja, eine Millisekunde ist logischerweise am besten, außer ihr wollt nicht, dass eure Maus so schnell reagiert. Dann Polling Rate 1000 Hertz, ganz normal für Gaming. Maus Move Speed, ja, lasse ich meistens einfach auf Standard, also auf 6. Maus Scroll Speed lasse ich auch immer auf Standard. Double Click Speed auch auf Standard, weil sonst könnte es ein bisschen komisch werden für mich, weil ich da sonst auch immer auf Standard spiele. Und XY Setting habe ich auch auf 100%, falls sich sonst die Maus anders verhält, wenn ihr zum Beispiel seitlich geht, ist sie dann schneller, oder wenn sie hoch geht, ist sie dann langsamer. Bei Light könnt ihr einfach ganz normal hier die Beleuchtung einstellen. Ihr seht dann auch hier, glaube ich, rechts, wie das ist. Oder auch nicht. Wave finde ich jedenfalls am besten. Neon ist auch ganz nett. Und Breathing geht auch klar. Dann müsst ihr natürlich immer noch auf Apply gehen. Und schon habt ihr den netten Effekt. Unter meinen Makros könnt ihr auch wie bei jeder anderen Makrosoftware, das sage ich jetzt nicht normal, ganz normal Makros aufnehmen. Das ja, ist halt eine normale OEM-Software, die ihr so zum Beispiel auch bei Shakun bekommt oder hier bei Junsi, die haben das auch. Und ja,
Ist eigentlich eine ganz normale OEM-Software. So, nun mal meine Meinung zu der Paracon Flex. Sie kostet im Paracon Shop 59 Euro. Vielleicht kann ich noch einen Rabattcode ergattern, muss ich mal gucken. Und ja, zum Design an sich, es sieht schon ganz cool aus. Also ich habe das bisher so noch nicht wirklich gesehen. Bei zum Beispiel der Kone XP oder der Kone Pro Air von Rocket kommt ja ein ähnliches Design zum Einsatz, wobei da das Case oben, also die Buttons, nochmal ein bisschen anders designt sind, um das so ein bisschen milchiger zu machen quasi. Bei den Switches bekommt man auch gut was für den Preis. Die sind ja relativ schwer. Ich bin ja jetzt an meine Optical Switches von meiner Razer Viper Ultimate gewöhnt und da sind die schon etwas schwerer. Man muss sich am Anfang etwas dran gewöhnen, aber dann ist es ja ziemlich angenehm. Die Glides der Maus sind auch okay, sind PTFE Glides, also ja, so relativ Standard Glides. Sonst gibt es ja auch noch Glass Gates, aber naja, sind jetzt auch nicht nötig hierbei, vor allem bei dem Preis. Dann mal zu meinen beiden Negativpunkten. Einmal sind das die Side Buttons, denn die haben so ein kantiges Design, wodurch es ein bisschen unangenehm ist, darauf zu drücken, weil sich das quasi immer so ein bisschen in den Finger bohrt. Oder man muss halt ein bisschen seitlicher anfassen, aber das kommt jetzt, ich glaube, ich spiele Claw, müsste das sein. Da ist das, naja, nicht so einfach. Mein zweiter Punkt wäre dann das Material, was sie verwendet haben für die oberen Buttons. Und zwar ist das eine Art Plastik. Ich hätte es gut gefunden, wenn sie PC, also Polycarbonat benutzt hätten, denn das wäre, glaube ich, sogar ein bisschen leichter gewesen. Und ja, es wäre so ein bisschen so matt und vom Gefühl, das man drauf hat, eher so ein bisschen rauer. Denn das, was jetzt ist, ist so ein bisschen so eine Mischung aus rutschig, aber auch ein bisschen so nicht klebrig, aber ja, so eine Art schmierig. Es liegt jetzt nicht an meinen Händen, ich habe ganz normale Hände und meine anderen Mäuse fühlen sich auch nichts an. Also es liegt schon hier am Material, das sie verwendet haben. Also insgesamt, naja, bin ich so semi-begeistert von der Maus. Technisch ist sie gut. Sie benutzt halt altbewährte Komponenten, die auch lange halten. Aber vom Gefühl, wie sie in der Hand liegt, ist es eher nicht so meins. Da präferiere ich schon meine Viper Ultimate oder, falls ich mir die bald hole, meine Viper V2 Pro lieber. Falls ihr noch mehr Mouse-Reviews oder generell Reviews über Hardware und Peripherie sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und aktiviert die Glocke, damit ihr auch das nächste Video nicht mehr verpasst, denn da geht es nochmal um eine richtig interessante Tastatur und danach nochmal um eine ganz spezielle Preis-Leistungs-Maus. Und damit sage ich Adios.